diese Themen wie Kritik am Wirtschaftsliberalismus oder Kritik an einem nationalen Denken, was heute in Deutschland und in Europa wieder neue Furore feiert, das waren wichtige Steckenpferde von Walter Dirks, an denen wir heute erinnern. Wir haben das, den Tag und den Abend unter das Motto gesetzt, Gesellschaft in Szene setzen, Willy Bramel und Walter Dirks auf der Bühne. Es geht um die Geschichte eines 16-jährigen jungen Mannes aus Prag, der sich von einem Dienstmädchen hat ein Kind andrehen lassen und von seinen Eltern aus Strafe nach Amerika geschickt wird, um dort sein Leben auf eigene Faust zu organisieren. Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer. Wer in seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Und wir haben eben diese Schlussszene gesehen. Das große Theater, das Welttheater von Oklahoma. Ich habe es jetzt beim zweiten, ich habe das zweite Mal die Szene gesehen und irgendwie durchschauert es einen und gleichzeitig kann man sich keinen Reim drauf machen, oder? Den Sinn eigentlich, der sich wie auch immer ergibt nach 4 Stunden Theater, liegt vielleicht darin, dass es überhaupt kein Ende gibt. Dass ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet um 12 Uhr. Wird alles geschlossen und nicht mehr geöffnet. Jeder war willkommen, hieß es, jeder. Also auch Karl. Alles, was er bisher getan hatte, war vergessen. Niemand wollte ihm daraus einen Vorwurf machen. Er durfte sich zu einer Arbeit melden, die keine Schande war, zu der man vielmehr öffentlich einladen konnte. Und ebenso öffentlich wurde das Versprechen gegeben, dass man auch ihn annehmen würde. Die Trompeten waren nicht gegeneinander abgestimmt. Es wurde rücksichtslos geblasen. Sie werden mir jetzt also Ihren Beruf angeben und ich werde Sie zu den Kanzleien führen. Sah er aus dem Fenster. Am ersten Tag fuhren sie. Durch ein hohes Gebirge bläulich. Schwarze. Mit dem Finger. Die Richtung, in der sie sich verliefen, breite Bergströme kamen, so nahe, dass der Hauch der Kühle das Gesicht erschauern machte. Die Leute im besten Sinne des Wortes von der Straße, oder? Die Akteure, neben deinem festen Ensemble. Leuten eine Sprache geben, die sozusagen in der Gesellschaft nicht gehört wird. Das habe ich gelernt von den Franzosen, die den Begriff schon in den 60er Jahren geprägt haben. Donner la parole. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Gesellschaft geben wird, die von Grund auf gerecht ist. Also das glaube ich, gibt es gar nicht. Ne? Aber man kann sozusagen immer wieder von diesem Anspruch, dass es doch möglich sein müsste, immer versuchen, dass sich die Geschichte ein bisschen besser weiterentwickelt, als sie ihren Ausgang genommen hat. Also von daher fände ich es gut, wenn man dieses Leitbild, das ist ja das, was der Walter Dirks auch immer sagt, das sind religiöse Begriffe. Und die Frage ist, kann man sie auf die Politik übertragen? Das Theater, gibt es Stücke, die du noch inszenieren möchtest? Die du noch machen möchtest? Große Stücke, von denen du sagst, die habe ich noch vor? Naja, es gab vor 2 Jahren, da gab es ein Stück, das gibt schon lange, es gibt schon 300 Jahre lang, Nathan der Weise. Mhm. Da habe ich immer gedacht, wenn mich jemand fragen würde, welches Stück würde ich am allerwenigsten inszenieren wollen,
dann dachte ich mir, diesen Schinken, Nathan der Weise. Ja. Dann plötzlich hatten wir nach dem Erdbeben in Chile mit den Geflüchteten und unserem Ensemble und jetzt mussten wir sagen, wie geht's weiter, weil alle wollten weitermachen. Ja. Und da sage ich, ich gebe nur den Nathan, der sozusagen jetzt diese Möglichkeit, die uns das Leben und die Weltkonstellation eröffnet hat, die wir in diesem Stück wieder finden können und in diesem Stück weiter transportieren können. Und das Gefühl an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein. Doch immer so gut als Glück, so Glück als Weise seid. Also wir haben dann den Lessing aufgegriffen, das war fantastisch, denn plötzlich haben wir entdeckt, dass dieses Stück eigentlich für unsere Zeit vereinnahmt werden kann, und wir hatten plötzlich ein Chor von arabischen Feuerwehrleuten da drin. Das Stück beginnt ja, dass es einen Brand im Hause Nathans gibt. Die Recha ist zu Hause geblieben, sie wäre beinahe verbrannt. Also das Stück beginnt damit. Und wir hatten einen arabisch sprechenden Feuerwehrchor, der zum Löschen kam. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn. Da kommen Lehrer und sagen, ja, das ist doch fantastisch, wir machen gerade Kafka und das ist ja Unterrichtsfach, Abitursfach, aber wir können ja nicht 4 Stunden die Schüler da reinsetzen lassen. Können Sie nicht eine Fassung höchstens 1,5 Stunden machen? Dann habe ich gesagt, wir machen doch kein Mickey Maus für Jugendliche. Entweder kommen Sie und setzen sich 4 Stunden aus oder sollen zu Hause bleiben und sollen ihr Handy den ganzen Tag nach irgendwelchen Nachrichten befragen. Ja. Das große Welttheater, ja, die große Inszenierung. Und am Ende in der Inszenierung, die uns die Kirche eigentlich seit Jahrtausenden gepredigt hat, kommt das Gericht. Oder wenn ich in die Sixtinische Kapelle gehe, hinten an der Rückwand, das große, jüngste Gerichte. Glaubst du auch an solche Inszenierungen? Glaubst du dran? Das war meine erste Inszenierung in meinem Leben. Mit 15 Jahren im Kloster habe ich das große Welttheater von Hofmannsthal inszeniert und habe selber den Bettler gespielt. Mit 15 Jahren? Ja, eigentlich gehört der Jedermann auf die Stufen der Commerzbank. Ja. Ja, da, wo die da zur Taunusstraße hin. Ne? Vielleicht gelingt das auch nochmal eines Tages. Ja, ich habe damals den Kulturdezernenten, die Oberbürgermeisterin, alle angehauen und gesagt, können das war gerade die Bankenkrise, da war gerade die Wall Street zusammengebrochen. Da hat die Peter Roth gesagt, Gottes Willen, lassen Sie die Banken in Ruhe. Die können das, mit denen kann man im Moment nichts machen. Ja. Die haben auch wenig Humor gehabt in der Zeit. Ja. Auch heute und, nicht so richtig. Und das wäre mein Traum gewesen, dass man sozusagen nicht auf den Stufen des Salzburger Doms, das ist ja wunderbar, ja. Aber jetzt auf der Stufen... Das kann jeder. Aber die Stufen der Commerzbank, da hätte ich mir das gewünscht. Also irgendwie wird man... Und wenn es nur noch 30, 50, 100 Nachfolgegenerationen gibt, die sozusagen das Ende, wie auch immer das aussehen wird, der Welt verantworten müssen. Aber die allein können es nicht verantworten, weil wir alle haben wir dazu beigetragen. Und mein größter Wunsch wäre, dass wir, auch wenn wir nicht mehr konkret auf der Welt sind, und das, dass wir trotzdem davon was mitbekommen, von der Katastrophe, in der das Ganze endet, oder von der Glückseligkeit, in die das Ganze aufgegangen ist. Wenn wir das mitbekommen, dann ist das die Idee des jüngsten Gerichts, finde ich, gelungen. Ich bin auch immer ein bisschen froh und stolz, dass wir als Kirche, die ja schwierige Jahre hinter sich hat, die immer wieder auch zu Recht in der Kritik stand und steht, doch, und da folgen wir unserem aktuellen Papst Franziskus, in einer Weise in der Welt ist,
dass wir mit solchen Menschen wie Meron Mendel und Willy Pramel uns verbunden fühlen dürfen. Es kommt also nicht von ungefähr, dass Pramel und die Seinen gern von einer Kathedrale sprechen, die sie bespielen. Dort suchen sie, in den Worten der Vergangenheit, den Hall für die Gegenwart. In den nächsten 10 Jahren, sagt der jugendfrische Intendant, werde er wohl die Zukunft seines Theaters organisieren müssen. Heute sei er erst einmal beglückwünscht zu Preis und Ehre. So aktiviert er die christliche Botschaft für die Gegenwart und hält zugleich den gesellschaftlichen und politischen Eliten unserer Zeit den Spiegel vor. Dafür danke ich ihm und seinem Theater im Namen des Magistrats. Denn mit Recht hat Friedrich Schiller in seinem Aufsatz über die Schaubühne als moralische Anstalt bemerkt: Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören, Wahrheit. Was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier, den Menschen. Vor dem Hintergrund der aktuellen sozialen Polarisierungen in Deutschland hat die vom Haus am Dom und dem Haus der Volksarbeit e.V. eingesetzte unabhängige Jury entschieden, dass der Walter-Dirks-Preis 2018 an Willy Pramel geht. Wie der Juryvorsitzende Dr. Heo Manderscheid betont, soll mit dieser Entscheidung die nachhaltige Theaterarbeit von Willy Pramel, insbesondere mit Flüchtlingen und Arbeiterjugendlichen, geehrt werden, die einen vorzüglichen Beitrag zur Integration und den Zusammenhalt in unserer fluiden Gesellschaft leistet. Willy Pramels gesellschaftskritische Kulturarbeit im Naxos-Theater, aber auch mit Laienschauspielern im Taunus, stellen eine herausragend politisch-ästhetische und integrative Theaterarbeit dar, die konträr zur aktuellen menschenfeindlichen und verhetzenden Tendenzen in unserem Land zu lesen sind. Weil Willy Pramel wie Walter Dirks für weltweite Gerechtigkeit, Menschenrechte und Integration eintritt, wurde er zum Preisträger 2018 ernannt. Wir wollen dieses Festival fortsetzen. Alle 2 Jahre hier am Rhein. Ich hoffe, dass das Ganze nicht mit mir aufhört, sondern dass auch die Stadt so starke Politik hat, dass sie sagt, dieser Ort, so wie er sich entwickelt und geworden ist, mit diesem Anspruch von Welttheater, von dem allem, was sozusagen unsere Handschrift mitgeprägt hat, dass das sozusagen weitergeführt werden kann als eine Art in der Stadt gelegener Experimentierraum, ein Laboratorium der Polis. Also wo das ungefilterte Leben untersucht wird auf seine Bestände.